Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Heute wird's morbide. Dieses Video hatte ich schon ganz lange vor zu machen. Ich möchte aber gerne ein paar Effekte nutzen. Und mir war klar, das Video kannst du erst dann machen, wenn du dir ein vernünftiges Videoschneideprogramm organisiert hast. Das habe ich jetzt. Ich bin also weg von iMovie, habe jetzt zu dem größeren Bruder gewechselt. Das war zwar nochmal eine Investition, aber gut ist. Und ich bin heute gewesen, ganz hier in der Nähe, bei einem Geisterhausfriedhof. Diese kleinen Geisterhäuschen hier, die stehen eigentlich vor jedem Haus in Thailand, auf jedem größeren Fleckchen Erde, was irgendwie genutzt wird. Und meistens sieht man solche alten Leute da dran sitzen. Die repräsentieren die Ahnen, die Menschen, die da schon gelebt haben. Und denen zollt man Tribut und Respekt, indem man da seine Gaben darbringt. Räucherstäbchen oder gerne auch rote Limonade. Jedes Hotel, jeder Supermarkt, alle öffentlichen Gebäude, auch Behörden, alle haben hier ihr Geisterhäuschen. Aber die müssen ja dann auch irgendwann mal, wenn neu gebaut wird, wenn ein neuer Besitzer kommt, wenn jemand anders das Grundstück kauft, dann müssen die alten Geisterhäuschen weg. Man baut dann was Neues, man schenkt was Neues für die Geister. Ja, jetzt kann man diese alten Häuschen aber nicht einfach irgendwie verbuddeln oder auf den Müll schmeißen. Das wird sich nicht gehören und die sammeln sich halt immer wieder an bestimmten Plätzen. Irgendwo gibt es so ein Örtchen, da stellt einer oder zwei eins hin und schwuppdiwupp sind es 5 oder 6 und 10 oder 100. Und das sind dann diese Geisterhäuser, Friedhöfe und genauso einer ist hier gar nicht weit weg. Am Straßenrand stehen ganz, ganz viele von denen. Und da war ich heute. Und habe ein bisschen gefilmt, ja, und werde mal probieren, ob ich mit den Filtern und mit dieser Software hier das hinkriege, ein bisschen die Stimmung zu unterlegen und zu transportieren. Verzeiht mir bitte, es ist wirklich ein erster Versuch mit einer sehr, sehr komplexen Software. Also, da werde ich jetzt noch eine Weile brauchen, bis ich da wieder auf dem Niveau bin, wo ich vorher war. Aber ich will mich auch weiterentwickeln. Es soll ja auch mal nach vorne gehen für den Kanal. Und ja, auf geht's. Geisterhäuser.
hat natürlich interessiert, wohin es geht auf dem Weg hinter diesem Tor. Leider, leider ist eine Straße voll mit Müll, erstaunlicherweise mehrere LKW-Ladungen voll mit Mangos. Das erlebe ich also im Moment. Wir haben einfach eine Überproduktion hier. Die Leute wissen nicht, wohin damit. Ich habe mich die ganze Zeit über diesen Geruch gewundert. Es war so ein leicht säuerlicher Geruch auf diesem Geisterhausfriedhof. Das waren diese Tonnen von Mangos, die da hinten abgeladen worden sind. Wobei die Mangos natürlich nicht das Problem sind, sondern der ganze andere Müll, der da rumlag. Aber gut. Es ist im Prinzip eine wilde Müllkippe. Der Vorderbereich ist den Geisterhäusern vorbehalten. Der hintere Bereich, da liegt halt alles Mögliche. Von da aus habe ich mich dann wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Der Platz ist ja nicht wirklich weit von uns entfernt, vielleicht 4-5 Kilometer die Straße runter. Und da hatte ich das große Glück, dass eine Pfauendame die Straße gequert hat, während ich die Kamera anhatte. Aber man kann es schwer erkennen. Naja, kennen ist vielleicht zu viel, aber ihr müsst es mir einfach glauben. Wir haben ja diese Non-Hunting Area hier in der Nähe, in Huigan. Das ist dieser etwas größere Ort hier in der Nähe. Und da leben eben sehr, sehr viele Pfauen. Da habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Ich lasse euch den Link nochmal da. Und wenn mal jemand hier in der Gegend ist, dann kann man sich das wirklich mal angucken. Gerade wenn man Kinder dabei hat, das ist also wirklich toll. Man kann die Pfauen, die laufen 2-3 Meter von einem entfernt, man kann die wirklich sehen. Allerdings, man darf sie natürlich nicht anfassen. Da sind auch immer Rangers, die aufpassen. Der Pfau ist quasi das Wappentier dieser Region hier und wird hier sehr geschätzt. Und ich habe manchmal das große Glück, sogar wilde Pfauen bei mir auf dem Grundstück zu haben. So, das soll es gewesen sein für heute. Lasst mir doch bitte mal einen Kommentar da, was ihr so von dem Video haltet. Bezüglich dem Schnitt, und ich habe ja jetzt mit diesen Filtern hier mal gearbeitet und versuche mich da gerade ein bisschen reinzufuchsen. Für die von euch, die da mehr Ahnung haben, ich freue mich über konstruktive Kritik. Das ist ein erster Versuch. Schauen wir mal, ich hoffe mal, die nächsten Videos werden besser. Macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan aus Thailand. Ciao, ciao.